Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal was ganz anderes. Und zwar, wie ich meine Burger selber mache. Viel gibt's dazu nicht zu sagen. Die Bilder sprechen für sich alleine. Aber eines sei dazu als Grundlage gesagt. Das Hackfleisch wird selber durchgedreht im Fleischwolf. Dann gewürzt mit Eigelb und verschiedene Gewürze. Und dann werden die Patties gepresst. Und schon mal einen Tag vorher eingefroren. Ich benutze dafür Gulaschfleisch vom Rind und Bauchschwarte vom Schwein. Schweineanteil sind bloß 10%, der Rest ist Rindfleisch. Dann wird das Ganze natürlich wahlweise noch mit den eigenen Soßen oder mit gekauften Soßen gewürzt. Die einzelnen Zutaten sind zu sehen und dann kann man sich das erfolgreiche gekochte Essen schmecken lassen.